Herr Eigner, Sie sind ja Veröffentlicher der Studie zu Deal. Pragmatismus, Opportunismus, Optimismus ist gleich Deal, ist quasi der Übertitel, die im Juli dieses Jahres erschienen ist. Deal wird von der FAZ als Deutschland diskretester Milliardenkonzern bezeichnet. Wie ist denn die Recherche zu dieser Studie verlaufen? Wie war denn die Informationsbeschaffung? Also ich habe mich hauptsächlich aus öffentlich zugänglichen Quellen bedient, heißt Geschäftsberichte von Deal, Geschäftsberichte über den Bundesanzeiger, so Einzelveröffentlichungen zu bestimmten Produkten über Deal, dann gibt es ein Buch Rüstung in Weiß-Blau zu Politik und Waffenwirtschaft in Bayern aus den 80ern, wo schon sehr viele Informationen zusammengetragen wurden. Bei Deal selbst wäre ich bei der Bilanzpressekonferenz da gewesen und dort hat man dann gewartet, bis die ganzen Kollegen im Aufzug waren und dann hat man mich weggeschickt. Also so Anfragen oder so werden dann nicht beantwortet. Also man kann relativ viel Informationen so über die Produktpalette. Also die findet man in den öffentlich zugänglichen Quellen. Wer das allerdings alle benutzt oder wohin das so exportiert wird, das ist schon etwas schwieriger. Es sind ja in der Broschüre ein paar Sachen angesprochen, wo zum Beispiel Dealminen in definitiv Ländern aufgefunden wurden, wo sie nicht hingeliefert werden hätten dürfen und wie die dort hingekommen sind, das weiß keiner. Dabei achtet ja Deal auch ziemlich penibel darauf, entsprechenden Sprachgebrauch einzuhalten und den auch zu beeinflussen. Naja, ein ganz prominentes Beispiel, was auch Sie betrifft, wäre eben diese Smart 155 Streumunition, was ja für ein Eklat gesorgt hat. Deal wollte gerichtlich ja darüber verfügen, dass die von ihr produzierte Streumunition mit dem Namen Smart 155 nicht länger als Streumunition benannt werden soll. Betroffen davon waren auch andere Medien, wie zum Beispiel die Taz, der Spiegel und Deutschlandradio. Der Prozess endete in einem Vergleich. Also spielt eben der Gebrauch von bestimmten Begriffen dabei auch eine Rolle, das Ganze zu vertuschen? Also man könnte zumindest den Eindruck gewinnen, dass man sich da, dass man da ein bisschen an seinem Image polieren will. Ich meine, Smart, man nennt ein Nachfolgeprodukt von Streumunition, sage ich jetzt mal so, nennt man Smart. In Frankreich gibt es ja das Ähnliche, dort heißt es dann Bonus, also gut und schlau sind diese Produkte. Es wird nicht drüber geredet, was die eigentlich machen. Nicht umsonst haben die ja mit ihrer Gesellschaft für intelligente Wirksysteme einen dritten Platz beim Unwort des Jahres vor 2 Jahren belegt. Aber klar, man will da schon mit Sprache verschleiern, aber einiges, wenn eine Bombe plötzlich irgendeinen Namen hat, wenn eine Rakete plötzlich Spike heißt und nicht mehr Rakete. Ja, sowas versucht man, es gelingt allerdings nicht, weil gerade damit irgendwie so die Sprache zu zensieren, ist ja die damals grandios gescheitert. Also ich musste zwar einen Vergleich eingehen, aber wenn sie jedem den Mumm verbieten wollen für 20.000 Euro, der ihre Bombe so bezeichnet, wie man sie bezeichnen will, dann wünsche ich denen viel Spaß dabei. Ja, ein Thema, das Sie gerade eben schon angesprochen haben. Wenn irgendwelche Waffen an irgendwelchen Orten auftauchen, an denen sie gar nicht sein sollten, wie kann man sich das erklären? Hat das auch damit zu tun, dass die bundesdeutsche Regierung mit diesen Rüstungskonzernen eng, ja, zusammenarbeitet oder verstrickt ist? Ja klar, das ist ja eine Wahnsinnsverstrickung. Man hat völlig verspätete Rüstungsexportberichte, so Kleinteile und Komponenten, wie zum Beispiel die von Deal produzierten Zünder oder bestimmte Batterien oder so weiter, die werden überhaupt nicht ausgewiesen im Rüstungsexportbericht. Man erfährt eher zufällig von irgendwelchen Exportgenehmigungen, weil irgendjemand recherchiert oder weil es irgendwo ein Leck gibt. Und gerade bei den Minen, die jetzt in der Broschüre angesprochen sind, kann es durchaus sein, dass das auch Deal behauptet, sie haben diese Minen damals nur an die Bundeswehr geliefert. Ja, wo kommen sie dann her? Dann kann es auch durchaus
so eine Lieferung gegeben haben. Jetzt gibt es gerade wieder so ein Beispiel, ja, Krauss Maffei, wo hat man Waffen gefunden? In Libyen, ja, wie kommen die dorthin? Die stellen jetzt Strafanzeige, weil irgendjemand plötzlich ihre Waffen nagelneu und frisch verpackt da hingebracht hat. Klar, die Verstrickungen sind da, ist ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wie wichtig das er ist, lässt sich leider nicht genau nachweisen, weil das in keinen Statistiken ausgewiesen wird. Fordert ja sogar die IG Metall, dass das mal eigens festgestellt wird. Das ist auch ein, ja, Transparenz ist da schon Mangelware, sagen wir. Und von wem sind dann dementsprechend Handlungsstrategien gegen diese Verstrickung oder überhaupt gegen den Handel mit Waffen und pazifistischen Alternativen abhängig? Sind es nur zivile Akteure, auf die man sich da verlassen kann? Na gut, zivile Akteure wie jetzt Deutsche Friedensgesellschaft oder diverse Einzelinitiativen an Rüstungsstandorten wie etwa am Bodensee, denke ich, sind da das wichtigste Standbein. Dann gibt es natürlich einzelne Abgeordnete, vornehmlich aber nicht nur bei der Linken. Also es gibt tatsächlich noch einige Grüne, die diese pazifistische Ader noch haben, aber gerade jetzt bei der Diskussion um die Smart 155, da gab es ein parteiübergreifendes Bündnis von vernünftigen Abgeordneten, die da unabhängige Tests zum Beispiel gefordert haben. Aber wesentlich ist da schon die Zivilgesellschaft. Wenn hier das Interesse und der entsprechende Druck nicht da ist, dann passiert auch nichts. Warum sollte dann irgendeine Politik handeln? Ja, das gesellschaftliche Interesse oder das gesellschaftliche Bewusstsein für solche Konzerne wie Diehl, das hält sich ja in Grenzen. Also gerade zum Beispiel hier in Nürnberg, denke ich, ist es eher so am Rande bekannt, mit welchen Produkten Diehl so Milliardenumsätze macht. Woran liegt das denn? Ich denke schon, dass die vom Image als Rüstungskonzern mittlerweile zumindest bekannter sind. Sie halten ja jetzt auch bei Pressekonferenzen nicht damit hinterm Berg, dass sie im Defense-Bereich, wie sie es nennen, sehr aktiv sind und dass das ein wichtiges Standbein ist. Aber wenn Sie jetzt Nürnberg ansprechen, mein Gott, die Diehl-Stiftung oder Diehl, da werden die Mitarbeiter wahnsinnig gut bezahlt. Ich bekomme eine gute Altersvorsorge. In diversen Stiftungen kümmere ich mich um dieses und jenes, trage zum Wiederaufbau von Nürnberg bei, steckt Millionen da rein und da rein. Ist schon klar, dass das dann nicht in einer Berichterstattung nicht vorkommt, dass man das nicht gern hört. Und die tun ja so viel für die Region. Ich meine, man muss sich nur einen Oberbürgermeister Mali vorstellen, der sich wirklich ans Grab von so einem Waffenfabrikanten mit Nazi-Verstrickungen stellt und sich für alles bedankt, was der jemals gemacht hat. Das ist schon, ja, aber ich denke, das ist nichts Ungewöhnliches. Am Bodensee ist ein traditionsreicher Rüstungsstandort. Da muss man aufpassen, was man sagt über diese Unternehmen, die in einigen Bereichen ein Viertel aller Arbeitsplätze stellen, weil man einfach von diversen Seiten und auch unerwarteten Seiten angegangen wird. Da geht es um Arbeitsplätze und um Geld und der Krieg ist weit weg. Der Krieg, mit dem die Waffen, die da zum Beispiel in Afghanistan verballert werden, das Zeug ist alles weit weg. Da kommen vielleicht ein paar Flüchtlinge her, über die regt man sich dann eher auf als über die Ursachen. Wie ist es denn mit dem Rüstungskonzern allgemein oder dem Handel mit Waffen in der Krise? Ist da so eine Rezension zu beobachten oder befeuert gerade irgendwie diese sich zuspitzenden Zustände das Geschäft mit den Waffen? Der Thomas Diehl hat ja selber mal gesagt, dass man nach dem Ende des Kalten Krieges bei der Waffenproduktion wirtschaftlich ein bisschen ins Schlingern geraten ist. Und grundsätzlich schaut es momentan so aus, wenn man sich die Geschäftsberichte jetzt gerade im Vergleich zum letzten Jahr ein bisschen anschaut, soweit sie aktuell sind. Ich habe da ein bisschen mal durchgeschaut, dass zum Teil schon Rückgänge zu verzeichnen sind, was vor allem daran liegt, dass hier in Deutschland nicht mehr so viel abgenommen wird. Aber da arbeitet man dann kräftig daran, den Export wieder zu verstärken und
gerade bei der Krise, also dem Land, dem es in Europa am dreckigsten geht, Griechenland, ein gehöriger Teil dieser Milliardenschulden, die da sind, kommen eben von Rüstungsexporten aus Deutschland, zu denen, ja, sagen wir mal, die Regierung dort sanft genötigt wurde, also diverse Dinge ja abzunehmen. Grundsätzlich, also so eine weltweite Krise trifft zwar die Rüstungsindustrie auch, aber weniger als andere Bereiche. Ist aber jetzt wirklich eine aus der Luft gegriffene, nicht ganz aus der Luft gegriffene Einschätzung. Also so einen Überblick habe ich da ehrlich gesagt.